Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Löcker, es darf auch gerne ein grüner Faden entwickelt werden. Wir können das aber gerne auch mehrfarbig machen. Liebe Kollegen von CDU und FDP, auch das hat Herr Löcker eben gesagt, gegen die Entwicklung und gegen eine Debatte über alternative Antriebe kann niemand was haben. Das ist sicherlich sinnvoll, das steht auch dringend auf der Tagesordnung. Was uns Grünen bei dem Antrag stört, ist, dass es ein Stück im Ungefähren bleibt. Nicht in der Zuschreibung, welche alternativen Antriebe zu entwickeln sind, welche vorhanden sind und zu prüfen sind, sondern in dem, was Sie dann aufschreiben, unter Beschlussfassung. Weil das ist doch gegenüber der Situation, in der wir jetzt stecken, sehr milde und sehr, sehr nachlässig formuliert. Wir sind jetzt ja nicht mehr im Jahre 1996 oder 2000, wo man mal das Thema angehen hätte können. So, ich erinnere mich dran, erzähle das noch häufiger mal in Runden, wir hatten einen grünen Bundesparteitag im Jahr 2000 in Münster, in den großen Messehallen, und dort gab es zum ersten Mal die deutsche Automobilindustrie, die bei einem grünen Parteitag, das werden Sie nachvollziehen können, dass da eher vielleicht ein bisschen skeptisch geguckt wird, mit neuen Modellen ausgestellt haben. Es waren so 20 Modelle, die vorgestellt worden sind. VW war da, BMW, Mercedes. Elektromobile, Lupo, der 3-Liter-Lupo wurde vorgestellt, Wasserstoffmobile vom BMW. Und ich erinnere mich deswegen dran, weil ich damals Mitarbeiter der grünen Fraktionsvorsitzenden Kerstin Müller war und wir dann so einen Rundgang da hatten und uns die Vertreter der Automobilindustrie, also Sommer 2000, sagten, Zielrichtung ist, bis 2005 auf dem Markt damit zu sein und bis 2010 20% bei den verkauften Modellen zu haben. Also 2010 bei 20% Elektro- oder Wasserstoffmobilen zu sein. Jetzt weiß jeder, der hier im Plenum sitzt und wahrscheinlich auch viele von denen, die auf der Tribüne zuhören, dass wir im Jahre 2018 noch bei unter 1% sind mit alternativen Antrieben. Und wenn Sie dann in dieser Beschlussfassung schreiben, den Dialog mit der Wirtschaft zu intensivieren, da muss man sich wirklich fragen, haben wir dafür noch die Zeit in den nächsten Monaten und Jahren? Ist der Wirtschaft zu überlassen, jetzt mal Vorschläge zu machen, wie man agieren könnte? Nein, wir stehen massiv unter Druck. Jeder, der die Morgennachrichten heute im WDR 2 und WDR 5 gehört hat, weiß, das EU-Vertragsverletzungsverfahren steht unmittelbar bevor. Es wird Strafzahlungen, nicht nur die Androhung, sondern auch den Druck bei den Strafzahlungen geben, die Deutschland zu leisten hat, wenn nicht bis zum 01.01.2019 die Innenstädte schadstoffärmer sind. Deswegen jetzt auf Debatten zu setzen, die man längst hätte führen können, das ist dann leider zu wenig, so notwendig auch die Debatten sind. Und ich würde Sie gerne, wir werden das ja noch im Ausschuss debattieren, möglicherweise in der Anhörung auch, da haben wir auch Grüne als Grüne großes Interesse dran. Ich würde Sie auf einen Widerspruch gerne hinweisen, zwischen Seite 2 und Seite 3. Auf Seite 2 hat, glaube ich, Herr Middeldorf zugeschlagen, der das ja häufiger mal macht, indem er der Vorgängerregierung, die Zeit hat er nicht so richtig miterlebt hier, fahrlässige Untätigkeit vorwirft. Auf Seite 3 finden wir dann aber ein Bündel an Maßnahmen, die der Vorgänger von Herrn Professor Pinkwart, nämlich Johannes Remmel, allesamt auf den Weg gebracht hat, die Sie jetzt weiterfinanzieren. Die werden ausdrücklich gelobt, nämlich das Sonderprogramm Emissionsfreie Innenstädte, das Programm Kommunaler Klimaschutz Nordrhein-Westfalen, die Aufstockung bei der ÖPNV-Pauschale etc. etc. Wir freuen uns natürlich, dass Sie das entsprechend positiv hier bemerken, aber dann wäre es doch zumindest sauber gewesen, darauf hinzuweisen, dass Sie die Nutznießer der Vorgängerregierung sind und diese Programme, die auf den Weg gebracht worden sind, dass Sie die weiterführen, dass Sie jetzt auch noch mal eine Schippe drauf tun, das können wir nur unterstützen, aber es ist unredlich, es so darzustellen, als wenn Sie es erfunden hätten. So, und jetzt mal ganz kurz zu der Anhörung, die wir hier vor 10 Tagen hatten, genau in diesem Plenarsaal. Es gab Anträge von Grünen und SPD genau zu der Frage, wo wir uns ja einig sind hier im Parlament, dass wir Dieselfahrverbote verhindern wollen. Und bei dieser Anhörung, hier vorne saßen Sie alle miteinander, Vertreter Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Städte- und Gemeindebund, Städtetag, das Umweltbundesamt etc. Alle haben die Forderungen, die im Grünen-Antrag und auch im SPD-Antrag aufgeführt worden sind, nach schneller Hardware-Nachrüstung und nach einer Einführung der blauen Plakette unterstützt. Unter anderem unterstützen das natürlich auch viele Oberbürgermeister aus Nordrhein-Westfalen, auch mit CDU-Parteibuch, wie zum Beispiel der Essener Oberbürgermeister oder die auch von der CDU mit unterstützte unabhängige Oberbürgermeisterin von Köln. Es gab einen einzigen Vertreter, der in eine andere Richtung argumentiert hat, von den 15 Personen, die hier saßen, das war der Vertreter vom VDA. Und der hat 1:1 die Argumente genannt, also es war fast in der gleichen Reihenfolge, die Armin Laschet bei der Unterrichtung 2 Wochen vorher hier auch vorgetragen hat. Das heißt, der Ministerpräsident, der eigentlich
die Gesundheit der Menschen, die Städte und natürlich auch die Arbeitsplätze, die in der Automobilindustrie natürlich zu schützen sind, allesamt zu bedenken hat, hat eins zu eins die Argumente genannt, die hier der VDA-Vertreter als einziger bei dieser Anhörung gebracht hat. Und da finde ich ehrlich gesagt, in Ihrem Antrag findet sich da nichts. Also was ist die konkrete Antwort auf die Situation, auf die Debattenlage, die wir jetzt haben? Es ist ein wissenschaftlich nicht uninteressanter Antrag, den werden wir sicherlich im Ausschuss und auch in der Anhörung diskutieren. Aber das, was Sie als Schluss konkret jetzt daraus ziehen müssten, nämlich jetzt schnell aktiv werden, die Programme, die es gibt, ausbauen und vor allen Dingen Druck machen auf die Automobilindustrie, dass da, wo manipuliert worden ist, dass die auch die Nachrüstung zu zahlen haben. Davon finde ich leider in dem Antrag nichts. Und damit wir das unterstützen könnten, müsste das entsprechend natürlich da berücksichtigt werden. Wir werden trotzdem im Ausschuss debattieren. Vielleicht kommen Sie ja noch zu einem Schwenk in Ihrer Argumentation. Bisher vermisst man das auch auf Bundesebene in der Kette Ramsauer, Dobrindt, Scheuer, lässt sich leider nicht feststellen, dass hier mal Gas gegeben wird, damit wir Fahrverbote auch verhindern können. Danke für die Aufmerksamkeit.